Hallo Leute! Bei dem Anschlag des Terroristen Raghwans auf ein Fernsehstudio wird der Vater des Major Rahms schwer verwundet, sogar tödlich. Dieser kann seinen Sohn aber noch darum bitten, seinen anderen Sohn und seine Frau zu finden, die ihn leider verlassen haben, als vor 20 Jahren Rahm zu der Familie stieß, weil seine Mutter gestorben ist und er war ein Ergebnis eines Seitensprungs seines Vaters. Da kommt ihm natürlich sein neuer Auftrag ziemlich gelegen. Er soll an die Universität der Tochter des Generals, er soll sie beschützen. Und zufälligerweise ist auch sein Stiefbruder an dieser Universität. Er soll nicht als Lehrer an diese Schule gehen, sondern er soll als Schüler gehen, damit er näher an dieser an Sanjana, der Tochter des Generals, sein kann. Ja, die ersten Anfreundungsversuche enden eher nicht so gut. Sie wollen eigentlich nicht so wirklich was mit ihm zu tun haben. Doch als sein Bruder eine Mutprobe hat, um ein Mädchen zu beeindrucken und sich dabei sehr in Gefahr bringt und Rahm ihn rettet, können sich die drei doch ganz schnell anfreunden und werden sehr gute Freunde. Sein Bruder weiß natürlich nicht, wer Rahm ist und auch seine Mutter, die ihm auch näher kommt, da Rahm später bei ihnen einzieht, da sie noch ein Zimmer frei haben, wissen leider noch nicht, wer er ist, und er traute sich auch noch nicht so ganz ihnen zu sagen. Doch als dann später der Terrorist Raghwan an diese Schule als Lehrer sich getan kommt, dann brennt ein sehr gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Rahm weiß es noch nicht, dass er es ist. Später nimmt er dann die ganze Schule als Geiseln. Und vor allem Ram und vor allem Lakshman, den Bruder von Ram und Sanjana, kann Ram diese beiden retten und auch die ganze Schule, weil die Motivation von Raghwan ist, er soll eine Annäherung von Indien an Pakistan geben. Das kann er absolut nicht leiden, weil er alle Pakistani hasst, weil sein Sohn getötet wurde. Kann Ram ihn aufhalten und somit seinen Bruder und seinen Schützling retten, kann er seine Familie wieder zusammenbringen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das erfahrt ihr in "Ich bin immer für dich da". Mein Huna, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aus dem Jahre 2004 ist er in Indien rausgekommen und im Jahre 2005 in Deutschland. Er ist ja aus Indien, ist aus dem Genre Action und Romanze, hat auch sehr komödische Einschläge, hat eine FSK von 12, streamt leider nirgends, scheint digital nicht auffindbar zu sein, aber er lief dann früh, als er so rauskam, auf RTL 2. Es ist eine Fusion aus einem Actionfilm und einem Highschool-Film wie Party Animals, doch ja, es sind eigentlich mehr so zwei Filme, da er eine ziemlich lange Laufzeit hat von 179 Minuten laut Wikipedia oder 3 Stunden und 2 Minuten laut IMDb. Die sind sich da irgendwie nicht ganz so einig, was da los ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Bei der Laufzeit sind diese 3 Minuten jetzt nichts Großartiges. Es ist natürlich ein indischer Film mit Musical. Die Action-Szenen sind sehr übertrieben gesagt. Es ist halt mehr so ein Highschool-Film mit Action vorne und Action hinten dran gesetzt. In der Mitte hat ja auch ein paar Action-Szenen, aber es ist dann mehr so ein Highschool-Film, wo die Freundschaft der drei gezeigt wird. Und natürlich sind auch Sing- und Tanzszenen in diesem Film. Ich würde sagen, es ist halt so ein Einsteigerfilm für Bollywood. Ich habe ihn auch schon öfter gesehen. Wenn man mal 3 Stunden Zeit hat, kann man sich den gerne mal angucken. Aber man muss halt wissen, es sind 3 Stunden. Er hat dadurch auch seine Längen. Ja, und das war "Ich bin immer für dich da". Also er hat auch meiner Meinung nach den besten Soundtrack. Ich habe nicht so viele Bollywood-Filme gesehen. Deswegen kann ich dazu nichts groß sagen. Aber auf allen, die ich gesehen habe, hat er so durchgehend den besten Soundtrack, die besten Lieder drinnen, wenn man auf sowas steht, wenn man Musical-Fan ist, sollte man sich dann doch mal vielleicht in Bollywood ein bisschen beschäftigen. Dieser ist relativ kurzweilig, bis auf
einige Stellen in der Mitte, wo der Plot dann so ein bisschen derailt und mehr auf den Highschool-Aspekt eingeht, anstatt auf die terroristischen Machenschaften des Bösewichts. Er hat natürlich auch die dramatischen Szenen sind sehr dramatisch gefilmt, die Action-Szenen sind sehr übertrieben gefilmt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. मैं उसे एथलेटिक टीम का कैप्टन बनाना चाहता हूं देखो कितना फिट है कम ऑन कैप्टन कम ऑन कैप्टन गो हाय मेनू अक्ल लग जाए हु इज दिस मैक्रो मैन माचो मैन माचो अबे ये राम तो रामबो निकला लुक एट हिम मूव हाथ छोड़ो लक्ष्मण लक्ष्मण इसे मत देखो हाथ छोड़ो नहीं नहीं पागल हो गया क्या हाथ दूंगा तो मर जाऊंगा हाथ दो मुझको नहीं लक्ष्मण डर मत मैं लक्ष्मण मैं हूं ना हाथ छोड़ो